Hallo, ich wollte euch mal eine Serie vorstellen, die meisten bestimmt gar nicht von euch kennen, ehrlich gesagt. Schätze ich mal so ein. Also, ich kenne die Serie. Es geht um Big Time Rush. Die Serie lief Nickelodeon früher. Es geht um eine Boygroup. Die meisten sagen, es ist Boygroup. Ich mag auch keine Backstreet Boys. Ich mag Take That, wie die alle heißen, mag ich ebenfalls nicht. Tokyo Hotel, Lauf weg und so. Nein, ich höre normalerweise Marilyn Manson, höre ich. Area, Gothic und so. Metal höre ich. Hard Rock und so. Aber die Serie ist, ich die Serie jetzt ehrlich gesagt, die Serie ist einfach nur genial, lustig, super besetzt, gute Stories und sehr interessant. Und die Musik kann man hören. Die Musik, wie gesagt, ich dachte damals, ich gedacht irgendwie, Boygroup, schreckliche langweilige Lieder. Nein, also jetzt Musik kann ich ein paar empfehlen von denen, von der Band ein paar. Die haben ein Comeback gemacht dieses Jahr. Finde ich gut, ehrlich gesagt. Die Serie geht um die Serie jetzt. Die Serie ist sehr unterhaltsam. Sehr gute Charakter, sind vier Boys, vier Jungs kann man sagen. Kendall, James, Logan und Carlos. Jeder ja, Persönlichkeit kann man sagen. James zum Beispiel ist sehr eingebildet, immer ein bisschen so eitel, kann man sagen. Lustig auf seine Art, finde ich. Carlos hat einen Helm auf, ein bisschen durchgebrannt. Carlos, wen haben wir noch da? Logan ist der Schlaue von denen und erfinderisch, auch ein bisschen trottelig. Und Kendall, der Chef, kann man sagen, der Band auch sehr sympathisch. Und auch Nebencharakter halt, der Produzent von denen, Gustavo, der ist super. Ein Choleriker, der brüllt rum, aber irgendwie sonst was haben würde. Seine Assistentin Kelly auch sehr sympathisch. Die Schwester von Kendall noch, Katie, ist auch ebenfalls sympathisch. Und dann wohnen die so ein Hotel, wohnen die da, in so ein Prominente kann man sagen. Und da gibt es einen Hausmeister, der heißt Buddha Bob. Genial. Ein Wildling, Haare so richtig so. Einfach nur trottelig, sympathisch, lustig, wie gesagt. Die Serie, was ihr nicht kennt, weiß ich jetzt nicht. Die wird aktuell bei Paramount Plus gestreamt. Ich hatte jetzt noch auf Paramount Plus abonniert. Also ich finde die Serie echt gut. Ich kann nicht nur jedem empfehlen. Und diese Vorurteile, einfach mal, ist es eine Boygroup. Ich finde Boygroup, wie gesagt, nicht gut. Ehrlich gesagt, es ist mir so schnulzig alles. Aber geht ja um die Serie und um die Band. Die Band ist echt sympathisch, finde ich. Die Charakter sind sympathisch. So. Da kann man die Charakter ein bisschen näher kennenlernen. Nicht nur auf der Bühne und so. Die ganzen, was ich sage, diese ganzen Boygroup-Dings. Aber geht ja um Big Time Rush. Wie gesagt, es ist echt eine gute Serie, die ich jedem empfehlen kann. Auch wenn es viele Vorurteile haben. Einfach mal anschauen. Drei Folgen und dann Urteil bilden, finde ich. Also das ist mein Geheimtipp. Guckt euch mal Big Time Rush an. Das ist echt eine tolle Serie. Bis bald!